5,85 Millionen Zuschauer. Die schlechteste Quote aller Zeiten für Wetten, dass. Doch wer trägt die Schuld daran? Liegt es wirklich nur an Markus Lanz? Meiner Meinung nach meint ein großer Teil der Internetgemeinde, dass es an ihm liegt. Ich bin der Meinung, Wetten, dass ist ein bisschen überholt inzwischen. Ich glaube nicht, dass ein anderer Moderator wirklich großartig bessere Quoten holen würde. Seid ihr da auch meiner Meinung? Oder seht ihr das anders? Ich diskutiere gerne in den Kommentaren.